Heute gedenken wir und erinnern wir an 100 Jahre Ausrufung der Bremer Räterepublik, in der die Soldatenräte und die Arbeiterräte ausgerufen und gegründet wurden, mit denen sie sich gewehrt haben gegen soziale Ungleichheit und gegen Ausbeutung. Wir bewegen uns in dieser Tradition und diese sozialen Kämpfe gehen weiter. Am 15. November vor 100 Jahren wurde in Bremen tatsächlich die Räterepublik ausgerufen. Das ist ein ungeheuer denkwürdiges Datum, weil das die Grundlage für unsere demokratischen Verhältnisse sind. Und vor allen Dingen ist auch wichtig, dass das Frauenwahlrecht damals verabschiedet wurde. Wir haben heute immer noch Kämpfe, soziale Kämpfe, feministische Kämpfe zu erledigen. Es ist immer noch so, dass wir selbstverständlich auf die Straße gehen müssen, um soziale Teilhabe durchzusetzen, um die Gleichberechtigung der Frau durchzusetzen. All das ist heute immer noch aktuell. Aber damals wurde der Grundstein gelegt. Wir sind heute auf einer aktiven Gedenkveranstaltung, nämlich für die Novemberrevolution, und wollen erinnern daran, dass die Kämpfe von damals auch die Kämpfe von heute sind, und deshalb alle Macht den Reden.